seid ihr auch wieder dabei. Ja, darf ich vorstellen, dass der Chiemsee und der Startschuss für die Alpentour. Und ich hoffe, es geht hoch hinaus, aber ich möchte natürlich nicht zu viel versprechen. Schon wieder ein Loch unten drin hier. Der erste Stopp der Alpentour ist der Seiserhof bei Bernau am Chiemsee. Startpunkt für die erste kleine Bergerkundung am Rande der Alpen. Die Kantenwand ist das höchste Gebirgsmassiv der Chiemgauer Alpen mit 1669 Metern Höhe. Jetzt aber keine große Herausforderung für klettergeübte Vierbeiner. Und für lahme Hochkantreter ein zumutbares Warm-up. Und selbst Mitte April kann man auch hier noch ein paar Schneeteppiche entdecken. Und wer Kobi kennt, weiß, was passiert, wenn er weißes Kristallwasser sieht. Noch mehr Ekstase gibt's nur bei Wildkontakt. Hier. Kobi, kriegst du nicht. Aber wenn man schon am Chiemsee ist, dann muss man ihn auch erkunden oder eben umrunden. Nur das mit dem Wetter, das ist so eine Sache. Kobi, erste Fahrradtour, wird Zeit. Jetzt mit 8 Jahren. Kobi, guck mal. Racing Team! Hallo Kobi, du alte Fahrradmaus. Eigentlich wollten wir nur ein Eis essen in Chiemgau. Da war das Wetter auch noch einigermaßen. Aber jetzt hat es direkt angefangen zu schütten. Ein Glück sitzen wir gerade noch eh unter dem Schirm und bleiben jetzt noch. Und deshalb wird jetzt noch eine kleine heiße Schokolade nachgeladen. Aber uns läuft ein bisschen die Zeit weg. Und Stinky, wie geht's dir so? Alles klar da drin? Du bist doch da eigentlich gemütlich dran. Schön trocken, muss sie nicht bewegen. Also ich würde auch tauschen, du kannst auch gerne selber aufs Fahrrad steigen und ich quetsche mich da rein. Also ich finde, der Carlos sieht wirklich ein bisschen bekloppt aus mit seinem Regencape-Verfahren. Ist einfach falsch angebogen. Sarah, was hast du denn da unten gemacht? Müssen wir ein Klo aufsuchen, oder? Knappes Ding. 18 Uhr Rückgabe. Endspurt. Sind wir noch rechtzeitig oder nicht? Ja, machst du Punkt da. Nochmal machen oder nicht? Erste Radtour mit Kobi Fazit. Anstrengend, aber gut. Aber nächstes Mal ein E-Bike. Das Zugpferd muss ein E-Bike sein. E-Bike war gestern. Ein motorisiertes Zweirad kann auch anders aussehen. Auf die Strampelnummer im Regen folgt massives Cruisen. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die Alpen düsen. Wir sind die Coolsten, wenn die süßen Kühe uns mit Muhen grüßen. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die Alpen düsen. Wir sind die Coolsten, nie am losen, weil wir rulen, wenn wir cruisen, ja? Yeah?
hinterm Lenker. Mit Elektrosound und ohne Fenster. Und represent erschreckend, denk an das Gangster-Image. Doch denk dran, kauf die Helme, ich scheiße auf Tempolimits. Ich drück auf die Tube, rock die Straße. Jeder Bulle wird sauer wie ne Gurke, wenn ich hupe. Also kratz ich geschickt die Kurve wie ein Schurke. Denn ich hab keinen Bock auf Punkte in Flensburg. Also runter mit dem Tempo, dann cruise. Ich mit 2002, Umdrehung pro Minute, auf der Suche nach der Stute und geb Hupe. Mit 200 nehm ich jedes Segway genau unter die Lupe. Ist es brüde, ölig das Getriebe mit viel Liebe. Ich zeig ihm meine Luftpuppe, fahr ich nie ab von der Route und dreh wir noch die Runde. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die alten Düsen. Wir sind die Coolsten, wenn die süßen Kühe uns mit Muhen grüßen. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die alten Düsen. Wir sind die Coolsten, nie am Losen, weil wir rulen, wenn wir cruisen, ja. Yeah. Ich setz den Blinker links, wir passieren die Tanke. Snacks und Sixpacks für die ganze Bande, danke. Weiter in Kolonne, immer Richtung Sonne. Jener drängelt sich nach vorn, fuck Radarkontrolle. Am Ortseingang, Props für den Mordsempfang. Zielfoto, bitte lächeln, herzlichen Dank. Ich schalte in den nächsten Gang, die Bullen wollen den nächsten Fang. Verfolgen uns, fackeln nicht lang und halten uns an. Sie schauen bloß, staunen groß über die Segway-Shows. Komplett atemlos beim Anblick des Elektrozoos. Sie suchen nach Weed und fluchen enttäuscht. Es ist da, wo's kein Bulle sieht, also weiter mit so im Beat durchs Wohngebiet. Wir lassen uns mit Watt die Füße massieren, das Blech vibrieren, werden uns selbst chauffieren. Wir wollen keinen Stress riskieren, nur unser Revier markieren, damit alle kapieren, dass wir existieren. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die alten Düsen. Wir sind die Coolsten, wenn die süßen Kühe uns mit Muhen grüßen. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die alten Düsen. Wir sind die Coolsten, nie am Losen, weil wir rulen, wenn wir cruisen. Ja. Kobi cruist aber immer noch am liebsten auf allen Vieren, ist schließlich immer noch am schnellsten. Ich krieg dich! Oh, jetzt aber! Wir verlassen den Chiemsee und bewegen uns Richtung Innsbruck. Wir nehmen einen kleinen Umweg in Kauf, um einen Abstecher zum Tegernsee zu machen. Heimat der Schönen und Reichen. Sehr schön, sehr schön. Hast du schon das Haus von Manuel Neuer gesehen? Nein, aber ich habe schon viele Häuser gesehen, die es hätten sein können. Bergsee Hattrick voll zu machen, geht's weiter zum Achensee, bekannt für seine hervorragende Wasserqualität. Wir schlagen aber lieber den Weg nach oben ein, um Kobi noch etwas Auslauf zu gönnen. Erst mit Leine, dann ohne Hund. Rehenwald entdeckt und einfach mal wieder auf Entdeckungstour gegangen. Sicher? Kobi, was hast du mit deiner Kralle gemacht? Hast du jemanden aufgeschlitzt oder hast du dir da irgendwas rausgerissen? Wieder zu wild unterwegs. Kobi, da kaufen wir dir schon einen Tracker. Dann ist er nach 2 Tagen leer. Und ausgerechnet ist er dann leer, wenn du uns wieder auspackst. Next Stop Stubaier Alpen. Von Innsbruck machen wir uns auf zum Graber Wasserfall. Das Ziel die Sulzenauhütte und vielleicht sogar die blaue Lacke. Für einen Wanderausflug im April ein optimistisches Ziel. Das wussten wir zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Stinkt ja. Komm, saugefährlich. Was ist, wenn hier mal so eine Schneedecke fällt? Kobi, hier bleiben.
Wir sind hier unterwegs im Stubaital und wollen eigentlich eine schöne Wanderung jetzt zur Sulznau-Alm machen. Und ich glaube, die ist auch eigentlich schön, die Wanderung. Und es gibt auch einen Wanderweg. Da steht's. Nur erkennt man nichts. Wir sind jetzt völlig kreuz und quer durch den Schnee gestiefelt und haben, glaube ich, jetzt erst endlich wieder den Weg gefunden. Mal sehen, ob wir ankommen. Vielleicht brechen wir auch gleich ab. Weil sonst ist hier auch keiner. Das ist wieder wahrscheinlich hier ein blinder Kartoffelausritt. Keine Ahnung von nichts vom Wandern, aber einfach mal drauf los. Aber noch gehen wir nicht auf. Okay, wir sollen hier nicht schräg rüber. Wir sind sofort da auf dem Weg, falls es den noch gibt. Ist er irgendwie nicht. Sarah, bequem? Geht. Gutes Schnitzel, ne? Schönes Ösi-Schnitzel. Warte, muss ich abbeißen. So. Freunde halten zusammen und teilen, ne? Wenn du mal was hast, gibst du mir auch was ab. Weiß nicht, so eine Dose Pedigree. Jetzt wieder ich. Dann müssen wir hier durch die Senke durch und da hoch und dann wäre der Weg da. Das ist, ich meine, ich kann das einfach kurz angucken. Auch so ein schönes Plateau hier. So, hier wird gebuddelt und zwar nach einer Spitze von dem Wanderstock. So, wir sind jetzt nicht ganz oben, aber wir sind zumindest bei einer Teilung des Weges. Und jetzt ist die große Frage, gehen wir das wieder runter, wo wir gekommen sind, wo eigentlich kein Weg war? Oder versuchen wir einen anderen keinen Weg, der da lang geht? So, Mindestziel erreicht, Zwischenstation, hier teilt sich der Weg. Und jetzt gehen wir wieder einen anderen Weg runter. Ein bisschen beunruhigend das Schild da. Bei Nässe nicht zu empfehlen. Es ist jetzt ja nicht Wasser, aber Schnee. Und wenn da zu viele Leute übergetreten sind, ist natürlich Eis. Eventuell drehen wir gleich nochmal um. Aber erstmal wagen wir jetzt den Ritt da runter. Ich weiß nicht. Kalkuliertes Rutschen nenne ich das. Stolz auf die Berliner, die Stadtmenschen, die sich zusammengerissen haben. Wo waren wir? So, hier ist der Beweis. Hätten da nicht gehen dürfen. Schade. So, heil gelandet. Jetzt noch erfahren, ein bisschen Lawinengefahr, aber die haben wir natürlich clever umschifft. Wir haben abgewartet, die zwei haben wir ja gesehen, dass die schon waren und dachten, jetzt ist der Schnee ja abgerollt. Also, alles richtig gemacht, wieder hier mit dem Bier. So, letzte Station der alten Tour. Zugspitze. Ticket ist gekauft, weil, ja, wir fahren hoch, weil wir nicht dürfen. Sonst wären wir hochgewandert, machen wir vielleicht auch noch irgendwann. Aber einmal aufs Dach von Deutschland muss ja sein. Und gerade in der alten Tour, Pflichtprogramm. Geile Farbe. Guck, ich fang mal den Fisch. Ich
aber jetzt siehst du eh nichts mehr. Tatsächlich jetzt am höchsten Punkt Deutschlands die Zugspitze am Mittelkreuz. War sehr rutschig hier hoch. Aber hat sich gelohnt. Geiler Ausblick. Ich bin der König der Welt! Oder zumindest von Deutschland! Fahren Sie auf mich? Okay. So, mega geile Seite, geht doch hier lang. So, jetzt wieder auf sicherem Boden, ich muss gestehen, da oben ging mir ganz schön die Düse. Aber hat ja hingehauen. Was für eine Aussicht, was für eine Reise mit viel Spiel, Spaß und Spannung, aber natürlich kommt der größte Spaß am Schluss. Ganz Fräulein!
Ja, ich bin auch ein ordentliches Slap gekriegt.